So, willkommen auf den Malediven. Ich habe euch die ganze Reise mit dem Flugzeug erspart. Jetzt geht es gleich weiter mit dem Speedboat. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns aber trotzdem dann, wenn wir im Hotel sind, erstmal hier die Speedboatfahrt hinter uns bringen. Telling lies about something real, but I know love is based on honesty. Kept thinking how real love should feel, knowing that it's not just you. Ich würde sagen, wir sind angekommen. Vorbereitet. Ich habe mir als erstes die Viropenta hingestellt auf der Tradi Cut Small Mini oder so. Dazu gibt es den Shishaya Hyphen. Shishaya Hyphen, Kalaut schon oben drauf. Drin habe ich den Aeon Flavo und hier drüben ist unsere wilde Kohlekonstruktion mit dem Kabel, das dann einmal hoch in die Bude geht. Ja, meine Kohle ist gleich durch und dann gibt es hier das erste Köpfchen auf den Malediven. Und jetzt müssen wir noch dem Cengiz Kohle legen. Der war eben duschen, aber ist jetzt fertig. Das heißt, dem legen wir jetzt direkt nochmal 3 Stück Kohle mit dazu. Wir sind jetzt erstmal was futtern. Cengiz ist gerade drinnen, macht den ersten Gang. Ich warte noch kurz mit der Kamera. Aussicht genießen, dann gibt es jetzt erstmal gleich was Leckeres zu essen. So, beim Mittagessen angekommen. Bei mir gibt es Penne mit einer weißen Soße. Cengiz hat sich aus Versehen irgendeine scharfe Soße gegönnt. Was hast du? Du hast alles. Hüseyin hat einfach alles. Bei dir gab es auch Nudeln. Ja, und da ist gerade eben noch jemand angekommen. Aber du brauchst noch was. Aber du musst dich stärken für die Shisha. So, der Plan ist jetzt, eine kleine Inseltour zu machen. Dann kommen wir am Ende wieder bei unserem Bungalow an. Dann schnappen wir uns unseren Pfeifenkram und dann gehen wir schön Shishi rauchen. So, wir waren gerade noch schön am Wasser rauchen. Ich habe euch noch ein paar Aufnahmen eingeblendet. Jetzt kurz geduscht, aber schon wieder am Schwitzen. Das ist wirklich einfach zu krass. Es ist so heiß. Es sind zwar nur 31 Grad, aber es ist so warm. Jetzt wollen wir uns gleich nochmal die Water Villas angucken. Und dann noch eine Pfeife rauchen und dann Abendessen. Und es gibt wohl noch irgendeine Party heute. Schauen wir mal. Erstmal Frühstückszeit. Erstmal ein bisschen Mais zum Frühstück, oder was? Das ist meine Maske. Was gibt's bei dir, David? Ein bisschen nur ein Brötchen, ich will noch Rührei. Ein Mini-Brötchen. Ich will Rührei. I'm biding my time, I hope that it ain't so. So, Cengiz, was machen wir jetzt? Hier ist ein Zimmer, wir rauchen Köpfchen. Frühstückspfeife. Schauen wir mal. Jetzt Frühstücksköpfchen. Wie bitte? Der Instagram-Bugs wieder. Frühstücksköpfchen! That's right! Bei mir gibt's einen schönen Traube mit einem Schuss Kiwi-Smoothie drin. Diesmal geswitcht auf die Mose Brise 2. Was gibt's bei dir? Du hast hier die Vodo Smoke. Die Vodo Mikro. Und bei mir gibt's ebenfalls Traube Minze mit einem Schuss Needles. Oh.
Und der Herr Dölit raucht hier weiter die Pro. Genau, die Epoch 360 Pro mit Needles und Doppelapfel. Mhm. Mal drei unterschiedliche Köpfe heute. Ja, ausnahmsweise mal. Ja, nicht nur alle Traube. Willst du uns mal den Blow-Off präsentieren? Wild. So, und jetzt das Original. Wo ist denn das Original-Sleeve? Das ist ein Original-Sleeve. Das ist kein schönes, farbiges Wavy-Line-Line. Aber das ist von der Bruce 1, ne? Ja, ich hatte noch das Sleeve drauf wegen dem Blogger-Meet, weil wir doch da diese Exclusive-Rolls bekommen haben. Ich hab nämlich genau dasselbe von der Bruce 1, aber ist es von der Bruce 1 nicht schmaler, sodass der Rauch nicht Ja, ich weiß auch nicht, ob der Moritz da auch noch extra ein Sleeve gemacht hat. Glaube ich schon. Weil das von der Breeze 1 ist so schmal, dass es nicht raufpassen würde, also an dem unteren. Stimmt, du könntest keinen Blow-Off durchmachen, genau. Ne? Genau. Ja. Du könntest nur halt den unteren Blow-Off so hoch. Dann gibt's jetzt wohl neue. War das die beste Undercover-Werbung jemals? Gibt's eigentlich bei Mose und Code? Ja, welchen? SWG. Code Dölit. Und Shisha Deutschland. Nee, Shishade. Ich kenne meinen eigenen Code nicht. Wir machen einfach, vergesst all die Codes, wir machen einfach nur Code directly. Dann sind wir alle raus. Dann machen wir alle für eine andere Werbung. Alex, Kuss geht raus. Tschüss. So, Cengiz und ich haben gerade die sehr geile Nachricht bekommen, dass wir umziehen dürfen. Für alle, die es noch nicht in der Insta-Story gesehen haben, als wir hier waren, also vom Vergangenheits-Marvin an euch, für alle, die es noch nicht gesehen haben, werde ich es jetzt noch nicht verraten, sondern euch einfach gleich zeigen. Das wird wild. Oder, Cengiz? So sieht's aus. Perfekt. It's moving time. Right, Cengiz? Moving time. wir sind hier gerade ein bisschen am Tetris spielen, ne? Aufregend. Warum haben wir eigentlich keine Pfeife an, David? Das wäre wild. Shisha rauchen auf Caddy. Auf Golfkart. Ja, Golfkart. Kann ich den ganzen Tag machen. Jetzt kommt so eine Palme, Batz. So, Cengiz, da sind wir. Neues Zuhause. Ganz nett, wa? Kann man machen. Kann man mal machen. Ist in Ordnung. Mit diesen dicken Grinsen kann man. Junge, diese Villa da vorne ist aber wirklich geisteskrank. Ah, heute Nacht müssen wir aber kuscheln. Ey, wir hätten hier sogar noch ein drittes Bett. Also die ersten geilen Upgrades sind, wir haben jetzt einen Fernseher mit Netflix. Das ist geisteskrank nice. Wir haben einen Bluetooth. David will sich gerade in unsere Beachschule damit einschleichen. Ich will, dass Marvin sich nachts um mich kuschelt. Du hast Blut geleckt, sei ehrlich. Ich möchte hier neben dir liegen. Du hast das Wasser gesehen, ja, sei ehrlich. Ja. Aber ich bin jetzt mal. Okay, lauf, David. Ich kann noch nicht. Fühle ich. Schon ganz nett, oder? Hm. So. Aber da, guck mal, da ist die Stelle. Wenn man hier Streifen hier ist auch schon der erste schöne Fiep. Aber da ist so ein Streifen, wo nichts ist. Aber ich würde sagen, ganz nette Butze, oder? Also lässt sich aushalten, würde ich sagen. Und ich würde sagen, Ich würde sagen, wir gehen jetzt Mittagessen. Ja, Mittagessen müssen wir. Dann müssen wir uns noch eine Keycard holen, weil die haben wir eben noch nicht bekommen. Also fragen wir gleich mal nach einer Keycard und dann erstmal schön Outdoor baden. Und nachdem wir jetzt das neue Zimmer bezogen haben, gehen wir jetzt erstmal was essen, weil es gibt nur noch ein paar Minuten Mittagessen. Eigentlich haben wir gar nicht so großen Hunger, weil... Eigentlich haben wir gar nicht so großen Hunger, aber das Problem ist, es gibt dann erst wieder heute Abendessen, so um 8, 9 Uhr und deswegen wollen wir doch noch eine Kleinigkeit essen. Das machen wir jetzt. Appa, appa. Essen. Wie wenn du aus Versehen bei Fortnite auch... Wie heißt der Typ nochmal? Der mal Michael Jackson? Noch ein paar Pfeifen am Start. Irgendwelchen alten Aladdin-Pfeifen, ne? Scheinbar. Und was sagst du zum ersten Mal hinten auf dem Buggy? Bequem, ein bisschen holprig,
Aber es ist halt schön, dass aber man umgefahren wird, ne? Schöne Brise auf dem Nacken auf jeden Fall. Brise auf dem Nacken. Mhm. Okay, David holt jetzt noch seine alten Sachen. Der zieht bei uns mit ein. Siehst du mal meine Butze? Nicht, dass ihr wegfährt, was? Siehst du mal meine Butze hier? Sag mal her. Am besten eigentlich erst Kamera ausmachen. Guck dir den Ausblick an, Junge. Okay, dein Ausblick war nice, aber du kommst halt nicht rein. Ja. Das ist dann eher ein bisschen deprimierend, oder? Aber du hast die ganze Zeit... Komm, Junge, nicht so lange schnacken und Köpfchen rauchen. Rein in die Koffermasse. Ach, aus Carbon der Herr. Ja, natürlich. Natürlich. Das ist eigentlich genau wie bei uns, ne? Ja, das ist ja gut. Hier ist alles gleich. Ja, ist wirklich 1 zu 1 dasselbe. Ne? Vamos a la Beach Villa. Oh ja, ab, komm her. I know it's not easy, I know we could dive into, we're not like the others, they do not need to know, you said you fall with me, no matter how deep it goes, with my head underwater. So, wir machen uns jetzt fertig. Heute geht's auf Sunset-Tour. Ich werde aber, denke ich, die Cam daheim lassen, weil ich auf dem Boot ein bisschen Angst davor habe, weil ich nicht weiß, wie man da was verstauen kann und so. Ich überleg's mir noch. Aber ich nehme auf jeden Fall die hier mit, dann kann ich ein paar coole Aufnahmen für euch machen. Und ja, dafür machen wir uns jetzt fertig. Wir müssen uns auch tatsächlich ranhalten, also sayonara. So, auf dem Boot angekommen, machen wir uns ready für die Bootstour. Boot fahren! Hast du Bock? Ja, aber nicht, wenn es so weiter nieselt. Ja, gucken wir mal, was das Wetter da hinten macht. Können wir anderes Wetter bestellen, bitte? Ja, für dich immer, Marvin. Das ist ehrlich. Wann kommt das? Lieferzeit? So in halbe Stunde, 45 Minuten organisieren wir das. Schneller als Amazon. Ja, das stimmt. So, Bootstour erfolgreich hinter uns gebracht. Wir haben uns eben noch ein schönes Köpfchen gegönnt. Ich hatte ein schönes Köpfchen Doppelapfel für den dritten heute. Bist du wieder voll in der Doppelapfelphase. Ja, haben uns hier eben noch ein schönes Köpfchen gegönnt. Und jetzt geht's weiter zum Abendessen. Und die Jungs wären sehr hyped, wenn es wieder das Korean Chicken geben würde. Oh ja, das wär's. Vamos a la taxi. So, ein weiteres sehr leckeres Mahl hier. Aber was kommt nach einem leckeren Essen? Shishi Time. Shishi Time? Uka, ja, Shishi Time. Na, der ist neu. Shishi Time? Ich möchte Shishan. Shishi Time? Ja. Shishan. Können wir das Wort nicht mehr sagen? Shishi Time. Können wir eins Shishas brauchen? Zwei Shishas. Shishi Time gefällt dir nicht? Shishan gefällt mir mehr.
Shisha. Hast du auch gestern geshishat? Ja, ich habe gestern auch geshishat. Hast du auch gestern geshishat, Marvin? Moin Meisters, es ist gefühlt noch sehr, sehr früh, auch wenn es eigentlich nur 8.30 Uhr ist. Wir waren gestern aber bis 3, halb 4 oder sowas wach. Wir haben erst noch nach der Revoshi-Party noch eine Pfeife bei uns geraucht draußen und dann irgendwie noch Bear Grylls gefunden und das war sehr spannend, deswegen konnten wir nicht aufhören zu gucken. Und jetzt ist es sehr früh, aber jetzt passiert was sehr Spannendes und zwar gehen wir jetzt mit Haien schwimmen. Maybe das letzte Video von mir. Man weiß es nicht. Okay Leute, das war gerade geisteskrank geil, aber auch ein bisschen verstört. Oh Gott, also wir waren gerade hier im Wasser und da sind ungefähr 20 Haie. Also es ist schon ultra beeindruckend, wenn so ein Vieh an dir vorbeischwimmt und du weißt, wenn er Bock hat, dann bist du gefickt. Vor allem, wenn du mitten im Schwarm bist. Also hier waren wirklich, was sagt ihr, 20, 30 Haie waren hier, oder? Locker. War geisteskrank. War das Beeindruckendste, was wir gemacht haben, aber Real Talk auch ein bisschen beängstigend. Wenn du mitten im Schwarm bist, denkst du, wie friedlich die einfach um dir herumziehen. Das hat mich auch beeindruckt. So krass, also die haben gar kein Aggressionspotenzial oder so, sondern die spannen sich einfach ganz friedlich um dich herum. Das war das und Krasseste. Und wollen nur ein bisschen kuscheln, ne? Genau. Wollen nur spielen. Wollen nur spielen. Das war das Krasseste, was ich je gemacht habe. 100%. So vom Scary-Level oder vom Beeindrucken-Level? Ja, von beidem. Safe. So, und nachdem wir eben noch ein bisschen im Pool rumgeschwommen sind, gibt es jetzt erstmal Essen. Erster Gang wieder indisch. Eine Zusammenstellung aus indischen Currysorten. Ist aber immer sehr, sehr geil. Deswegen auch das jetzt wieder. With you guys, and it was so lonely for me to host you all. Wir lagen eigentlich schon alle im Bett, aber hatten dann doch nochmal spontan Bock auf ein Köpfchen. Deswegen liegen wir jetzt alle im Bett und rauchen ein Köpfchen. David, man sieht dich fast gar nicht hinter Cengiz seinen Rauchwolken. Ja, auf jeden Fall gibt es ja jetzt noch ein Gute-Nacht-Köpfchen. Ist ja auch vielleicht David sein letztes Köpfchen auf den Malediven. Vielleicht gibt es morgen Mittag nochmal eins, ha? Nach dem Schnorkeling? Morgen machen wir Schnorkeling-Excursion. Vielleicht gibt es danach noch einen Kopf. Auf jeden Fall ist es jetzt 14:45 ungefähr. Aber ja, wir hatten eben noch Bock. Dann haben wir eine Münze geworfen tatsächlich, aber ihr kennt das Spiel. Wenn man sich fragt, ob man noch einen Kopf rauchen soll, dann sollte man noch einen Kopf rauchen. Und das machen wir jetzt. Dazu gucken wir ein bisschen Discovery Channel und dann geht's aber in Hayabubu.
Wir haben übrigens heute gelernt, dass Shisha in Südafrika Hubbeli-Bubbeli heißt. Und das ist jetzt der offizielle Name bei uns für Pfeife. Das ist dann so, Cengiz, noch Bock auf Hubbeli-Bubbeli? Ist so, das wird jetzt einfach ein Ding. Also Shisha heißt jetzt offiziell nur noch Hubbeli-Bubbeli, damit ihr schon mal Bescheid wisst. Haben wir schon gefrühstückt. Heute ist eigentlich der letzte Tag für Anita, Nastja und David, aber... David, bei dir läuft's. Ich bleib jetzt spontan hier. Muss alles auf eigene Kappe nehmen, aber es ist auf jeden Fall wert. Jetzt einmal rüberschwenken. Ja, geht nicht. Kein ND-Filter drauf. Aber ich sag euch, das lohnt sich. Also das hättet ihr sehen müssen. Safe. Hat man ja gesehen. Drohnenaufnahme an der Stelle. So, es ist wieder ein kleines bisschen Zeit vergangen. Heute war ein eher entspannter Tag. David hat sich spontan wirklich dazu entschieden, einfach noch zu bleiben. Ja, mein Flug würde bald gehen, aber ich bleib hier. Aber er bleibt da. Wir haben ihn mit ins Zimmer gebucht bei uns und wir auf Flug muss er wohl noch buchen. Mhm. Cengiz und ich waren vorhin krass lange schnorcheln und das war mega heftig. Da haben wir so Rochen gesehen und sowas. Kann ich euch hier gerade mal ein paar Aufnahmen drüber laufen lassen. Die sehen nicht so killer aus von der Qualität, weil die mit der Insta360 gefilmt sind. Aber da könnt ihr eben sehen, was da für Rochen auf dem Boden rumlagen. Und das war schon sehr, sehr beeindruckend. Also das war schon wirklich krass. Oder Cengiz? Kleine Nemos haben wir auch gesehen. Kleine Nemos, Nasenfische, Clownfische. Ja. Ja, also Sachen, ne? Also da waren schon echt ein paar wilde Fischis am Start. Beim ersten Rochen hat Cengiz gedacht, es wäre eine Schildkröte. Ja, da war ein paar Sand versteckt, ne? Und dann hatten wir aber ein bisschen Schiss, muss man sagen, weil die schon ziemlich groß waren und die ja so einen Stachel haben. Und hier, wie hieß er? Steve Irwin? Yes. Der wurde ja von so einem Vieh ins Herz gestochen und ist dann tatsächlich dran gestorben. Deswegen haben wir da ein kleines bisschen Respekt, aber es war trotzdem sehr, sehr schön. Ja, und ich denke, das werden wir morgen auf jeden Fall nochmal machen. Wir sind relativ spät raus, dann war es schon fast dunkel. Zwischendrin haben wir halt allen anderen Tschüss gesagt, weil die eben heute aus dem Revo-Camp nach Hause fahren. Die haben heute ihre Heimflüge, wie ja eben auch David heute schon hätte. Aber David war schlau, der bleibt noch da. So wie wir, waren auch schlau, wir bleiben auch noch da. Ja. Aber an der Stelle, sozusagen, ist ja heute der letzte Tag von Revo-Camp gewesen. Mega krass. Also mit Revoshi-Camp auf den Malediven hätte wirklich niemand gerechnet. Das war der absolute Abriss. Allein diese Hütte hier, ich meine, wir sitzen gerade in der Overwater-Villa, die, falls ihr es nicht am Namen erkannt habt, über dem Wasser ist. Mind blown. Ja, jetzt geht's Abendessen. Wir haben alle ein Loch im Bauch, wir haben eben noch einen Kopf geraucht. Und ja, da gehen wir jetzt hin, oder? Runde Abendessen? Let's go. Runde Abendessen. Timmy! Wollen wir uns zum Abendessen teleportieren? Kann ich rufen? Nee, teleportieren. Okay. Ja, wir müssen springen. Okay. Ja. 3, 2, 1. Ah, das ging schnell. So, ich zeige euch nochmal hier die Abendessen-Area. Also, es gibt hier so verschiedene Theken, man geht einfach hin, man kann es sich abholen, man kann aber auch einfach direkt sagen, ja, gib mir das bitte an den und den Tisch. Hier gibt es immer was Schönes Indisches zu essen, auch sehr lecker, esse ich fast jeden Tag tatsächlich Indisch. Eine Pasta-Station, wo man sich komplett selbst zusammenstellen kann, was man haben will. Hier gibt es meistens ein bisschen Fleisch und vorne gibt es dann meistens nochmal irgendwelche asiatischen Sachen. Heute gibt es da Cantonese Wok Fried Egg Noodles und Satit Beef with Mixed Peppers and Black Bean Sauce. Aber da hatten wir heute Mittag schon von, also gibt es jetzt was anderes. In der Mitte gibt es dann immer Nachtisch und auch Salat. Aber von Salat schrumpft bekanntlich der Bizeps. Dann kann man entweder hier drinnen sitzen oder, so wie wir, schön draußen sitzen. Und da haben wir uns basically gerade einmal von jedem was bestellt. Und jetzt wird reingespachtelt. Oder? Oh ja. Oh ja. Biding my time, I hope that it ain't so. Facing the truth, the eye of the needle. Würdest du kurz das Video festhalten, wer gewonnen hat? Ich hätte gewonnen, wenn die Windverhältnisse nicht so wären, aber ja. Marvin hat gewonnen. Back on all of the shit we've done. I cannot believe that it's been so long that we're in the eye of the needle. Are the eye of the needle.
dann Jim Jim. Jim Jim. I'm biding my time, I know the way this goes. I try to stand tall with nothing to lean on. All quiet and still, an echo that goes on. And I'm not taking back all the deeds that I've done. There's a lot that we did wrong, looking back on all of the shit we've done. I cannot believe that it's been so long that we're in the eye of the needle. When you don't like or love me, I breathe it all out, then I breathe in. When there is no way back, and we are the eye of the needle. I breathe it all out, then I breathe in. So, Jimmy Jim done. Hotelzimmer und dann gibt es erstmal ein Frühstücksköpfchen und danach vielleicht ein bisschen Schnorkeling, ha? Schnorkeling. So, bei uns gibt es gerade das Post-Workout-Köpfchen. Bei mir gibt es einen Traube-Minze-Kiwi-Smoothie mit ein bisschen extra Minze. Was hast du dir gemacht, Jingles? Bei mir gibt es den Mint-Strong und auch mit Kiwi-Smoothie. Schmeckt sehr lecker. Und bei dir, David? Dark Side Needles mit Promotion. D-App Strong. Dab Strong. Depp Strong. Oh no. Und gleich gehen wir Schnorkeling, oder? Oh ja. So, next stop. Schnorkeling. Also wir gehen noch kurz zum Mittagessen, dann schnorcheln. Ich nehme aber wieder nur die Instacam mit, weil ja mit der Alpha komme ich schlecht unter Wasser, aber wäre nie so gut. Würde gehen. Einmal geht immer. Ist die Frage, ob die Aufnahme dann auch am Arsch ist oder ob man die wenigstens hätte. Man weiß es nicht. Wir werden es nicht riskieren. Ich nehme die Insta 360 mit. Warte. So, gerade noch hier eine schöne, schöne Pfeife. Draußen geraucht. Tatsächlich, als wir den Kopf angefangen haben, war es noch hell. Und ja, jetzt seht ihr ja, wie dunkel das ist. Also ich musste die ISO schon ganz schön aufdrehen, damit man jetzt noch was sieht. Also innerhalb von einem Kopf war hier wirklich von wunderschön, wunderschön hell und angehender Sonnenuntergang bis zu stockduster. Und eigentlich wollen wir gleich streamen und jetzt weiß ich halt nicht, ob wir hier so streamen sollen. Ihr seht halt nichts vom Wasser, ne? Also da ist überall Wasser und so. Weiß ich nicht, ob wir jetzt hier streamen sollen oder oben auf dem Balkon. Weiß ich nicht. Cengiz sieht ehrlich gesagt eher so aus, als würde er gleich pennen und nicht als ob der gleich streamen würde. Ich habe noch anderthalb Stunden Zeit, um zu streamen. Achso, ein Nickerchen? So ein kurzer Nap. Ja. Na gut. David ist jetzt auch nicht der übermotivierte Tier gerade. Nee, das drin ist definitiv besser, nicht dass es nochmal regnet. Ja? Das wäre das. Ist boah, stimmt, mit Laptop drauf. Matze, Entschuldigung, dass dein MacBook in der. auf den Malediven abgesoffen ist. Okay, die Jungs wollen jetzt hier ein Reel drehen und Cengiz plant gerade seine Pfeife ins Wasser zu schmeißen für einen coolen Effekt. Vielleicht habt ihr das Reel, wenn das Video rauskommt, ja schon bei Shisha-Deutschland, oder Cengiz? Shisha-Deutschland gesehen. So, David ist mit dem Handy im Wasser und Cengiz schmeißt jetzt die Pfeife hin. Mittlerweile ist schon der letzte Tag angebrochen. Ich habe es gestern und heute etwas ruhiger angehen lassen, was den Vlog angeht. Man will ja auch nicht immer eine Kamera mitnehmen, sondern auch mal den ein oder anderen Moment einfach ein bisschen genießen. Ich meine, mehr muss man glaube ich nicht sagen. Trotzdem eine sehr, sehr schöne Zeit hier gehabt. Cengiz ist jetzt gerade noch am Reel drehen. Wir waren heute Morgen viel im Pool und auch viel im Meer unterwegs. Leicht die Schultern verbrannt, aber geht zum Glück. Immer mit 50er eingecremt, mehr kann man dann auch nicht machen. Ich will ja auch nicht die ganze Zeit nur im Schatten sein. Ich will ja auch mal ins Wasser rein. Das hat sich sogar gereimt. Ja, Cengiz dreht jetzt gerade ein Reel und ich glaube gleich werden auch David und ich uns wieder die nächste Pfeife anmachen und dann wollen wir noch ein paar Kleinigkeiten drehen. Das machen wir heute auf jeden Fall noch. Und heute Abend gibt es nochmal Korean Chicken. Da haben wir auf jeden Fall auch alle Bock drauf.
Ja, ansonsten so ein bisschen traurig auf jeden Fall, dass es dann bald wieder heimgeht. Morgen, um genau zu sein. Aber auf der anderen Seite freue ich mich auch schon auf daheim und auf Mia. So, einen wunderschönen guten Morgen. Am letzten Morgen. Wir gehen jetzt gerade zum Frühstück. Dem Cengiz geht es nicht so gut. Der will lieber noch ein bisschen im Bett bleiben. Wir haben alle so ein bisschen einen weg von der Klima. Du läufst halt hier draußen rum, 30 Grad, die Sonne ballert, du schwitzt, gehst rein und die Klima ballert auf 20 Grad im Raum rum. Da kriegst du natürlich irgendwann mal einen weggebatscht. Wir müssen um 15 Uhr auschecken. Um 16 Uhr geht unser Boot zum Flughafen und mein Flug geht dann um 19 Uhr, ja, meiner geht um kurz vor 8. Dadurch, dass wir für den Urlaub basically nichts bezahlt haben, weil wir von Revoshi eingeladen wurden, bin ich tatsächlich noch am Überlegen, ob ich einen langen Traum von mir noch erfüllen soll und einmal Business Class fliege. Ich kann sehr günstig für 400 Euro von Doha nach Frankfurt, das ist halt ein Overnight-Flug, auf Business Class upgraden und dann könnte ich vielleicht sogar noch ein bisschen im Flieger pennen, weil wir kommen ja morgens in Frankfurt an. Wäre sehr, sehr praktisch. Mal gucken, ob ich das mache, aber 400 Euro ist auch sehr viel Geld. Erstmal Frühstück. Red eyes, strobe lights moving across the walls. You're looking like a movie star, but I don't know just what you are. Seems like your time to be on the floor. So, gerade noch alles an der Rezeption geklärt. Um 3 Uhr wird das Gepäck von Cengiz und mir abgeholt. Und um 4 Uhr geht's Boot zum Flughafen. David darf ein bisschen länger bleiben. Sein Flug geht doch erst um 22 Uhr. Ich glaube, Cengiz hat von uns leider die beschissenste Verbindung erwischt. Ich fliege um kurz vor 8 los und bin morgen früh um 7, also 20 Uhr abends, und bin kurz vor 7 Uhr, nee, kurz nach 7 Uhr in Frankfurt. Also echt sehr nice. Kann Overnight fliegen, habe 3 Stunden in Doha, das ist jetzt nicht so cool, aber für einen Nicht-Direktflug wird es, glaube ich, nicht viel besser. Ja. Jetzt warten wir noch aufs Auto und dann gibt es ein Frühstücksköpfchen, würde ich sagen. Ich würde diesen Ausflug so geisteskrank vermissen. Es ist einfach, als würde man in einem scheiß Reisekatalog leben. Und ich glaube, ich habe das jetzt schon 3-mal gesagt, aber es ist auch wirklich einfach zu krass. So wunderschöne Orte auf der Welt. Und ganz ehrlich, die Reise hat mir irgendwie gezeigt, dass da vielleicht noch ein bisschen mehr ist, was man sich mal angucken sollte. Vielleicht macht man das ja mal. El Chengo is already Paco. Noch mehr meine vollgeschissenen Unterhosen stehen? Ja, wo sind die denn? Ich könnte noch ein paar Close-Ups gebrauchen. Oh, geil. Schade, dass es keine. Kein Geruchssensor gibt. Ja, 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 ja. So, eben ein letztes Mal im Wasser gewesen. Jetzt gibt es noch ein Pfeifchen und dann geht's los für Cengiz und mich. David hat ja noch ein bisschen mehr Zeit. Aber das war's. Letzter Mal Indischer Ozean. Wer weiß, wann man da mal wieder drin rumschwimmt. So, Tasche ist gepackt. Koffer ist ebenfalls gepackt. Cengiz ist gepackt. Ja, wir haben alles. Wir haben jetzt alles weggepackt. Die letzte Pfeife wurde eben noch geraucht. Und jetzt heißt es wohl Goodbye Malediven. Geile Reise gewesen. Hat einen geilen Aufenthalt. Schönes Hotel, ein geiles Zimmer und an der Stelle ein geiles Essen. Und an der Stelle natürlich nochmal ein großes Danke an Revoshi. Und ein Danke an dich, dass du die Idee hattest, dass wir länger bleiben sollten. War ganz gut, oder? Ja, jeder Penny wert gewesen. Revoshi habe ich vorhin auch schon Danke gesagt. Das ist wirklich geisteskrank. Sind wir mal gespannt, was sich Revoshi nächstes Jahr einfallen lässt. Free.
myself only. I've been like that since I was a kid. I've always put my feet wherever I want to. Okay Leute, ich habe noch ein geisteskrankes Update. Und zwar habe ich dadurch, dass der Trip mich ja sehr wenig gekostet hat, weil das meiste von Rewoshi übernommen wurde, habe ich mir was gegönnt. Den ersten Business-Class-Flug in meinem Leben. Bin ich sehr, sehr gespannt, wie das sein wird. Nehme ich euch auf jeden Fall gleich noch mit. Knowing that it's not just you, it's me. 'Cause I was made to be free. I am made to be free. That's my choice, what I need to be free. Still thinking how real love should feel when I know that it's not about you, just me.